Come here now, girl. Ho, 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 meine lieben Freunde. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Ich begrüße euch zusätzlich zu meinem kleinen Weihnachts-Special. Wir werden uns heute gar nicht groß mit irgendwie Zocken auseinandersetzen. Ihr seht es, es läuft lediglich einfach ein schöner, niedlicher Grafikbenchmark da vor sich hin. Das ist der Unigine Valley Benchmark. Denn an diesem besinnlichen Tage habe ich mir gedacht, ich werde das Jahr 2015 ein wenig Revue passieren lassen und euch hier und da einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2016 geben. Soll im Endeffekt heißen, was ist bei mir 2015 gewesen und was wird 2016 noch kommen. Wobei man natürlich, was kommt, nie genau sagen kann. Das ist meist ja dem Zufall überlassen. Nichtsdestotrotz, das Jahr 2015 war an einigen Stellen ereignisreich, an anderen Stellen weniger. Der größte Knackpunkt im Jahr 2015 war dann wohl wirklich der wirkliche Beginn mit meinem YouTube-Kanal, mit Keeper Networks. Der Kanal selber hat schon ein bisschen länger existiert, allerdings unter einem anderen Namen. Ist auch nie irgendwie großartig als Veröffentlichungskanal gedacht gewesen, sondern war damals nur so ein kleiner Hobbykanal. Wenn ich dann irgendwie mal einem Bekannten irgendwie schnell mal was zeigen wollte, dann hat man da kurze Videoschnipsels eben mal hochgeladen und dann gesagt, hier, da ist der Link, guck mal. So hat YouTube ja einfach auch angefangen. Und dieses Jahr habe ich mich dann dazu entschlossen zu sagen, weißt du was, ey, ich mache jetzt auch mal was Dickeres. Ich versuch's einfach mal, nicht mit zu großen Erwartungen rangehen, aber ich schaue einfach mal, was ich so produzieren kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Keeper Networks ist dadurch dann geboren worden als Let's Play-Kanal. Diverse Let's Plays sind da ja inzwischen auch über den Laufe der Zeit rausgekommen. Mit mehr Erfolg, mit weniger Erfolg, mit gar keinem Erfolg, mit großem Erfolg. Liegt immer im Auge des Betrachters. Grundsatz war für mich natürlich zu sagen, ich mache das Ganze aus Spaß an der Freude. Gar nicht mit dem Hintergrund zu sagen, hey, ich kann damit viel Geld verdienen. Weil ich der Meinung bin, wenn man mit so einem Grundsatz da rangeht, dann geht das sowieso meistens schief, weil das klappt sowieso nicht. Und auch wenn jetzt die Stimmen wieder am Brüllen sind da draußen, die dann sagen, nee, jeder YouTuber macht das für Geld. Ja, manche schon, manche aber auch nicht, weil wenn du mit dem Grundsatz rangehst, ich mache das nur für Geld und du nach 2, 3, 4 Monaten immer noch nichts verdient hast, weil du es vielleicht unter Umständen gar nicht kannst, weil du gar nicht in der Lage bist zu monetarisieren, dann machst du das nämlich nicht mehr lange und dann haust du das Ganze nämlich ganz schnell wieder an den Nagel und sagst dir, nee, ich lass das. So, und von daher, auch bei den großen YouTubern hat sich der Erfolg erst nach mehreren Jahren eingestellt, dass sie richtig, richtig geboomt haben. Und so lange kann man das Ganze einfach nur als Hobby, aus Spaß an der Freude machen, sich sagen, hey, ich zock das Spiel sowieso, warum sollen andere mir nicht zugucken? Und genau mit diesem Grundsatz bin ich da rangegangen. Ja, man hat sich dann natürlich erstmal so das erste Equip so ein bisschen zusammengeklaubt. Ich habe in erster Linie allerdings auf Gebrauchtsachen erstmal gesetzt. Das heißt im Prinzip, ich habe mir bei eBay mein Samsung Meteor Mic geholt, mein Podcast-Mikro. Im Fundus meines Vaters habe ich dann noch einen alten Mikrofonständer gefunden, der wiederum allerdings eigentlich gerade gewesen ist. Ihr habt es in vielen Let's Plays auch gesehen, dass immer so von der Seite dann so das Mikrofon reinkam und mir hier so an der Backe geklebt hat. Fand ich auf Dauer nicht mehr so ganz profitabel, nicht mehr so ganz sinngemäß, nicht mehr so ganz sinnvoll.
Dementsprechend habe ich mir den Schraubstock zur Hand genommen, habe das Ding da eingespannt und habe es mir erstmal zurechtgebogen, so wie ich es jetzt brauche. Das Schöne ist, ich kann schön unterm Ständer durchgreifen, ich kann gestikulieren, ich habe genug Platz, es ist alles da, so wie ich es haben möchte. Das ist wichtig. Das ist auch der Hauptgrund, warum das Mikro nicht mehr von da kommt, sondern jetzt da sitzt. Das ist ja auch nicht verkehrt. Genauso den Popfilter, den habe ich mir auch selber gemacht. Alles mit einfachen Mitteln. Erfüllt aber seinen Zweck, weil ich es nicht eingesehen habe, direkt in fettes Equipment zu investieren. Weil man, wie gesagt, nicht weiß, wie lange mache ich das überhaupt. Habe ich da nach 3, 4, 5 Monaten immer noch Spaß dran oder lasse ich es dann sein? Von daher erstmal klein anfangen, kleine Brötchen backen. Und wenn das dann alles läuft und so weiter und man wirklich Spaß dran hat und vielleicht auch die nötigen Penunzen dann so in der Hinterhand stecken, dann kann man dann doch in etwas besseres Equipment investieren. Wie es ja so viele, viele Let's Player auch machen, die dann wirklich da mit ihren fetten Scheinwerfern da links und rechts daherkommen, die super Mikros haben, die mehrere hundert Euro kosten und so eine Geschichten. Ist bei mir halt noch nicht so. Die größte Investition war im Endeffekt die Facecam, die eigentlich aber auch nur daraus entstanden ist, weil ich in Urlaub gefahren bin dieses Jahr. Vorher habe ich die ganze Zeit mit einer Microsoft HD Cam 5000 aufgenommen. Ja, konnte dementsprechend auch nicht so hochqualitative Facecam-Bilder liefern, weil das einfach die komplette Hardware einfach nicht mitgemacht hat. Weil wenn du abspielst, aufnimmst und gleichzeitig auch noch eine Webcam-Aufnahme aufzeichnest und das alles über einen und denselben Rechner geht, kann irgendwas leidet. So, und das war in dem Fall die Facecam. Und einen zweiten Rechner nur wegen der Facecam aufzubauen, das ist wiederum Stromverschwendung, deswegen habe ich das gelassen. Aber wir haben ja jetzt unsere HD-Cam, unseren Camcorder quasi am Laufen, den ich jetzt als Facecam verwende. Und dementsprechend kann ich da auch vernünftigere Facecam-Bilder jetzt liefern. Okay. Ja, ansonsten, was ist 2015 noch passiert? Ja, ansonsten, es gab diverse Veränderungen auf meiner Arbeit. Gab gewisse Restrukturierungen, die wir jetzt durchgezogen haben. Ja, ich bin Vollzeit berufstätig, deswegen kann ich YouTube gar nicht so durchkicken, wie andere das können. Die dann vielleicht nur zur Schule gehen und danach dann genug Zeit haben. Oder die wirklich YouTube quasi hauptberuflich machen. Auch wenn viele immer sagen, das ist gar kein Beruf. Es mag kein direkter Beruf sein. Aber YouTuber sind Künstler. Also von daher finde ich schon, dass das eine sinnvolle Vollzeitbeschäftigung ist, in der mehr Arbeit drinsteckt, als so mancher glaubt. Wo war ich hängen geblieben? Genau, die Restrukturierung. Ja, das hatte leider zum Nachteil, dass ich nicht mehr auf die Internetbandbreite meiner Firma zurückgreifen kann, sondern jetzt meine eigene hier zu Hause verwende, weil ich jetzt inzwischen von zu Hause aus arbeite. Hat den Vorteil, ich muss nicht mehr so weit fahren. Ich stolper nur noch die Treppe runter und sitze quasi vor meinem Rechner mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Hat aber den Nachteil, dass ich mit einem verdammt langsamen Upload leben muss, von gerade mal 0,8 Mbit. Dementsprechend kann man sich ungefähr denken, wie lange es denn dauert, ein 20-Minuten-Video mit 2,5 GB Datenvolumen mal eben hochzuladen. Genau, da ist hier keine Lust mehr. Ist einfach so. Dementsprechend fehlt mir da doch schon die Leitung aus der Firma, muss ich ganz ehrlich zugeben. Daher versuche ich auch 2016 dann entsprechend zu einem neuen Provider zu wechseln, der mir dann eine dickere Bandbreite zur Verfügung stellen kann, was im Umkehrschluss bedeutet, ich versuche 200 Mbit down zu haben und 12 Mbit up. Das ist dann für private Verhältnisse eine verdammt gute Leitung und damit lässt sich dann auch wieder hochladen. Da kriegt man dann nämlich auch 3, 4 Videos am Tag hoch. Also man kann auch ein bisschen auf Vorrat hochladen. So, ansonsten sitzt du da wirklich und der Rechner rennt 8 Stunden und hat das Ding immer noch nicht hochgeladen. Das ist dann echt Murks. Ja, gab es einen relativ tragischen Zwischenfall. Tragisch zumindestens
Das Resultat aus diesem Zwischenfall war tragisch. Ich habe einen relativ heftigen Autounfall gehabt im Sommer diesen Jahres mit dem PKW von meinem Vater, den ich halt mit benutzen darf, da meine Eltern die meiste Zeit des Jahres im Urlaub sind. Von daher wohne ich seit 2 Jahren mit meiner Frau auch hier bei meinen Eltern im Haus, mit den 2 Töchtern von meiner Frau zusammen, was aber auch nicht weiter tragisch ist, weil wenn meine Eltern im Urlaub sind, dann haben wir genug Platz für uns und alles ist schigi. Ja, nichtsdestotrotz habe ich dann auf der Autobahn eine Bekanntschaft mit einem 40-Tonner gemacht. Ja, habe festgestellt, 1,6 Tonnen und 40 Tonnen. Nein. Nein, besser nicht. Aber es ist halt passiert. Gab einen heftigen Schaden, der über 8.000 Euro gekostet hat, glücklicherweise durch die Vollkaskoversicherung abgedeckt war. Ja, das böse Erwachen kam dann allerdings natürlich, als dann die Neuberechnungen für die Jahresbeiträge für die Versicherung gekommen sind. Das hat einen dann schon fast aus den Latschen gekippt, weil sie natürlich aufgrund des Unfalls meinen Vater verdammt heftig neu eingestuft haben. Obwohl mir am Telefon damals bei der Schadenmeldung was komplett anderes gesagt wurde. Da hieß es nämlich, da wird überhaupt nichts passieren, weil sie haben einen Bums frei. Bums, ich weiß, böses Wort. Entschuldigung. Ja, nichts war. Ja, die dicke Rechnung kam. Ja, jetzt versuchen wir noch über Sonderkündigungsrecht zu 2016 hin noch fix eine neue Versicherung zu bekommen, die dann doch wieder um einiges günstiger ist. Trotz dieser neuen Schadenfreiheitsklassen. Schauen wir mal und hoffen wir mal, dass das Ganze funktioniert. Das ist halt auch wieder so eine Sache, die 2016 passieren soll. Ansonsten kam als größtes Ereignis im Jahr 2015 halt mein Urlaub, den ich mit meiner Frau zusammen in Tunesien verbracht habe für 10 Tage. Der wiederum war auch Auslöser, dass ich mir gesagt habe, ey, ich hab Bock, vielleicht auch mal ein paar Vlogs zu machen. Zumal ich bei einigen anderen YouTubern, mit denen ich da über Twitter und so weiter in Kontakt stehe, mitbekommen habe, dass der eine oder andere da auch in Urlaub gefahren ist und so quasi ein Urlaubstagebuch gemacht hat. Da habe ich mir dann entsprechend gesagt, ja, das könnte ich dann doch auch machen. Ne, gesagt, getan. Dementsprechend habe ich mir eine schicke Handycam besorgt, die genug Power hat. Quasi erstmal für den Einstieg, ne? Ist also auch nichts, wo man jetzt sagt, hier, ich habe da eine 500 oder 600 Euro Kamera da in der Hand, die mir mit 30, 40 Megapixeln um die Ohren haut. Aber fürs Vlogging langt sie. So, und sie langt auch für mich derzeitig für meine Ausflüge und so weiter. Ich weiß, die meisten, die rennen mit so kleinen, mit diesen kleinen niedlichen Canon-Dingern, mit diesem kleinen Mini-Display oben, die du so wunderschön so halten kannst. Die sind mir aber ehrlich gesagt zu teuer. Und für das, was ich derzeitig momentan noch auf die Beine stelle, noch nicht lohnenswert. Das wird aber, je nachdem, wenn ihr mir dann euren Support gibt und je mehr Support da ist von meinen Keepern da draußen, umso besser. Desto größer kann ich werden, desto mehr kann ich unter Umständen realisieren und desto mehr Herausforderungen warten unter Umständen auch auf mich. So, worauf wir wahrscheinlich verzichten müssen, sind so Sachen wie Longboard-Touren oder sowas. Für den Scheiß bin ich echt einfach zu alt. So, aber ich schließe nicht aus, dass ich mir vielleicht mal irgend so einen geilen Adventure-Trips-Dingsbums, was weiß ich, bei dem einen Anbieter oder bei dem anderen Anbieter irgendwie mal hole und sowas irgendwie echt mal mitmache. So einfach nur zu sagen, hey, ich mache da jetzt mal so einen Scheiß mit und film den ganzen Krempel. ist ja auch nicht verkehrt, aber wir gucken, was da kommt. Ja, wie gesagt, der Urlaub war so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich baue noch einen zusätzlichen Vlog-Kanal auf, weil Let's Plays gehören auf meinen Let's Play-Kanal, auf Keeper Networks, und meine Vlogs gehören auf meinen Vlog-Kanal, auf Keeper Vlogs. Ja, ihr seht schon völlig richtig, eigentlich auch wenn das hier jetzt mehr oder weniger ein Vlog ist, ist er auf meinem Let's Play-Kanal. Ja, beschwert euch,
werft mit Steinen nach mir. Ja, ich habe Jehova gesagt. Soll mich aber nicht stören. So, lange Rede, kurzer Sinn, meine Reichweite auf Keeper Networks ist derzeitig einfach höher als auf Keeper Vlogs. Das ist derzeitig einfach nur so, deswegen kommt der Vlog einfach hier. Punkt. Ja, im Zuge meiner Überlegungen, einen Vlog-Kanal zu machen, habe ich dann natürlich auch angefangen, mir diverse YouTuber anzugucken. Auch die größeren anzugucken, wie Unge, Iblali, Julian Bam, etc. pp. Auch Sachen wie Ape Crime und Broken Thumbs TV und so weiter. Auch wenn ich auf die letzten beiden genannten nicht so wirklich klarkomme. Eich klar. Ja, genau. Das machst du zweimal mit, das machst du dreimal mit, danach tut's mir in den Ohren weh. Bevor mich die Hater jetzt aber überrollen, sag ich Hater gonna die. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich habe auch meinen eigenen Geschmack. Und der Ape Crime und Broken Thumbs TV gut findet, der findet es gut. Der schenkt den Jungs seinen Support. Finde ich auch völlig in Ordnung. Haben sie auch verdient. Weil das, was hinter der Arbeit von den beiden Teams steckt, ist groß. Also da steckt Herzblut drin. Deswegen haben sie auch den Support verdient. Aber sie sind halt persönlich nicht mein Geschmack. Also sie treffen den Geschmack nicht. So, da sind wir dann so ruhigere wie Unge oder so, sind wir dann da doch schon wesentlich lieber. Gut, Iblali ist dann auch manchmal so, dass er ein bisschen durchgeht, aber wenn er einen auf Ali macht, der ist einfach dann gut mit seinem Säuli und hör bloß auf. Man versucht da natürlich dann entsprechend sich auch ein bisschen Inspiration rauszuholen, ein bisschen zu schauen, so was kann ich da für mich persönlich selber so mitnehmen, was kann ich da unter Umständen selber auch realisieren. Das eine oder andere habe ich mir auch überlegt, das kann man dann unter Umständen mit einfließen lassen, so gewisse Sachen, so Ideen und sowas. Mir ist aber auch natürlich aufgefallen, dass das, was die Jungs auf die Beine stellen, zumal sie auch das entsprechende Team zum Teil hinter sich natürlich stehen haben, die da massiv unterstützen können und wo dann auch Franchises und ne, Let's Meet und was weiß ich nicht alles dabei ist, da sieht die ganze Sache natürlich nochmal anders aus. Wenn man da wirklich einen hat, der da für die Sounds da zuständig ist, der die Mucke macht und so weiter, dann hast du schon mal wieder einen großen Part, wo dir ein Batzen Arbeit dann abgenommen wird. So, und wo du das Ganze dann auch besser in deinen Projekten realisieren kannst. Ist ja aber nicht ausgeschlossen, dass mir das eines Tages auch so geht. Ne? So, soll alles kein Neid sein, das ist alles Respekt vor diesen Leistungen, die die Jungs bringen, weil ich selber weiß, was nach der Aufnahme noch für Arbeit, für Post-Production notwendig ist, um wirklich seine einzelnen Folgen und sowas dann rauszuknüppeln. Deswegen echt Hut ab, Chapeau. Mir ist dann aber auch aufgefallen, so meine Güte, das, was die Jungs teilweise mit ihren Filtern und Effekten und alles und ich brauche ein bisschen länger. Ich bin einfach zu alt dafür, um das so schnell in die Birne zu kriegen wie die. Habe ich so zumindest das Gefühl. So, da kommst du dir manchmal echt alt vor. Aber naja gut, das wird sich wahrscheinlich, hoffen wir, ich doch mal so im Jahr 2016 auch ändern. Man lernt immer dazu, man lernt nicht aus. Man verbessert sich hier, man verbessert sich da. Man holt sich Inspiration da, man holt sich Tipps, man tauscht sich gegebenenfalls auch mit den Leuten aus und das ist wichtig, weil es soll vorangehen. Ja, was wird sonst noch alles kommen? Ich schaue, wie gesagt, dass ich 2016, wie gesagt, meinen Internetanbieter gewechselt kriege, hoffe, dass es mit der Autoversicherung klappt. Möglicherweise steht da auch wieder ein Urlaub an. Wohin weiß ich allerdings noch nicht ganz genau. Sollte es wieder Tunesien werden, erspare ich euch das Ganze. Wird es was anderes, dann seid ihr die Ersten, die es sehen. Und die es auch erfahren werden. Ansonsten hoffe ich doch, dass dieses kurze Etwas jetzt dazu geführt hat, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen habt, wie so meine Denkweise im Jahr 2015 war, was mir so widerfahren ist und was noch so kommen wird.
Auch wenn das wahrscheinlich für die meisten das grauenhafteste Weihnachtsspecial überhaupt ist, aber ich bin zumindest losgeworden. ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr reichlich beschenkt worden seid an diesen weihnachtlichen Tage, beziehungsweise an diesen weihnachtlichen Tagen. Die einen bekommen es am 24., die anderen bekommen es am 25. Manche bekommen auch gar nichts, das soll auch vorkommen. Manche bekommen das schon Mitte des Jahres und wundern sich, warum sie Heiligabend dann nichts kriegen. Kommt auch vor. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid reichlich beschenkt worden. Ich hoffe, der Festtagsbraten hat geschmeckt. Ich hoffe, ihr habt genug Süßigkeiten auf euren Tellern. Ja, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass ihr verdammt gut mit euren Familien zusammen ins Jahr 2016 reinkommt. Dass ihr es ordentlich krachen lasst, es aber nicht übertreibt. Ne, ihr wisst, übertreiben ist nichts gut, das endet meistens böse. So, dementsprechend tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und wenn doch, lasst mich aus dem Spiel. Ja, und ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt in den weihnachtlichen Abend mit diesen verregneten Bildern aus dem Valley Benchmark. Und würde sagen, wir sehen uns frisch und munter im Jahre 2016 wieder. Und bis dahin verbleibe ich mit besinnlichen Grüßen und einem andächtigen Genicke. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.